Tag! Liebe Freunde im Internetland, besser gesagt, liebe Fahrradfreunde im Internetland, ich habe das große Vergnügen, euch mein Fahrrad, das Birdie, mit einer Rohlaufschaltung vorzustellen. Matthias Müller von der Bikebild macht es möglich. Danke, Matthias. Ich will auch gleich zu den Tatsachen kommen. Wir haben hier ein Faltrad. Das bedeutet, das wird nicht geklappt, wie das früher in den 70er Jahren der Fall war. Sprich, hier war dann irgendwie der Knackpunkt, hier war ein Scharnier, hier war so eine Schraube, das konnte man feststellen, ging aber bei der Fahrt öfters mal auf. Vor 2,5 Jahren habe ich mir dieses Fahrrad in Berlin gekauft. Ja? Ich hatte dort ein Theaterstück, für das ich geprobt habe in Berlin. Danach sind wir damit auf Tournee gegangen und dann habe ich mir gesagt, Mensch, Berlin ist eine tolle Stadt, aber ich habe keine Lust, die ganze Zeit immer nur mit dem Nahverkehr durch die Stadt zu cruisen oder mir schlimmstenfalls irgendwie ein Car2Go zu holen. Ich möchte irgendwie ein bisschen Sport treiben und gleichzeitig möchte ich mir die Stadt anschauen. Also was lag näher als ein Faltfahrrad, richtig, weil ich dieses Fahrrad dann nicht nur in Berlin benutzen konnte, sondern ich konnte das Fahrrad auch mit auf Tournee nehmen. Klar, Vollfederung ist immer beim Birdie dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig sage, die Nerds im Netz, die mögen es mir verzeihen. Elastomer heißen, glaube ich, diese kleinen Kunststoffteile, die hier vorne und hinten verbaut sind. Damit wird gefedert, also es ist kein Gasdruckstoßdämpfer oder sowas verbaut, sondern das ist einfach Kunststoff, der nachgibt. Hier vorne ist noch eine kleine Feder drumherum. Der Rahmen an sich, der ist total bocksteif und besteht aus diesem großen Oberrohr und diesem kleinen Dreieck hier mit dem Tretlager natürlich da unten. Und hier vorne wird geklappt, ja? Und hier an der Schwinge wird geklappt. Das will ich euch jetzt einfach mal zeigen, ja? Weil das ist ja das Wichtigste bei so einem Faltfahrer. Wie falte ich es zusammen und geht es schnell? Also Stoppuhren an, ab jetzt. Zuallererst stellt man die rechte Pedale parallel zum Sattelrohr. Dann wird hier vorne das Vorderrad entriegelt. Ganz wichtig. Dann ziehe ich es hier zu der Seite, ja? Also, da wo das Kettenblatt ist, das vordere. So, dann hebe ich es hinten an. Der Ständer wird eingeklappt. Ich mache das jetzt einfach mal ganz lässig mit dem Fuß, ja? So, das wird nach vorne gezogen, so. Dann, oh, da sitzt ja ganz schön fest, ne? Ich gehe, glaube ich, mal ein Stückchen so nach hier, ne? Nicht, dass ihr denkt, ja, wo ist er denn? Wo ist er denn verschwunden, der Knüffi Jackson? So, machen wir das wieder fest. Klappe ich natürlich den erstmal ein. So, so, haben wir das auch. Und das gute Stück zu allerletzt. Ja, ich sage jetzt mal, ich hab nicht mitgestoppt. Habt ihr gestoppt? Aber jetzt schauen wir mal. Ja, ich sage, wenn man im Hotelzimmer ist, ja, auf Tournee, kann man es natürlich auch noch als 14-Kilo-Hantel benutzen. Aber nicht vergessen, andere Seite muss auch trainiert werden. Denn ihr wisst, die Frauen mögen das nicht, wenn man nur auf einer Seite einen Ballon hat. Gut, wir fangen an mit dem Vorbau. Ja, ziehen den hoch. So, ich fahre den ja immer sehr gerne komfortabel, sprich nicht so sportlich. Ich mag das nicht so weit nach vorne gebeugt zu sein. Deswegen ziehe ich den ganz raus. So, Sattelstütze, sage ich jetzt mal ungefähr hier. Dann kommt das Hinterrad wieder raus. Tolle ist, es rastet meistens sofort ein. Das muss man gar nicht. Ja, schon eingerastet. Klappe. So. Und jetzt noch die Vorderradschwinge mit Schmackes einrasten lassen. Das weiß ich noch. Ja, ist aber schon passiert. So. Das ging doch auch relativ unhektisch und relativ schnell, ja? Ja, super. Schauen wir mal, ob auch alles geht, dass ich euch mal beweise, es fährt auch aus dem Bild. Ja, es fährt auch aus dem Bild. Yes, aus dem Bild, in die Bikebild. Bis dann, meine Freunde im Internetland. Looking
face, looking for that face, night after a day, day and night left empty dreams, nothing's like what it seems, nothing's like what it seems to be, no more, freedom's kissed by loneliness, somebody take away that emptiness, I laid on myself and take me on tonight, take me on my own, take me on alone, just come and take me.